Hallo und herzlich willkommen heute hier beim Applied Science Slam in München. Heute gibt es einen Vortrag, der sich gewaschen hat. Das heißt, wir werden jetzt nicht über die Kelly Family sprechen, sondern über den Stereoscopic Style Transfer, einem Forschungsgebiet aus der AI. Und wir fangen unsere Vorträge immer an mit einem Zitat. Heute mit Edgar Degas, der hat mal gesagt, Kunst ist nicht das, was man sieht, sondern was man anderen verhilft zu sehen. Also, was haben wir uns gesagt? Hardware-Hacking-Team, Challenge accepted. Absolut. Thomas, was haben wir jetzt also gemacht? Jetzt erklär mal. Ja, also unter uns Data Scientists ist bekannt, die Realität ist scheiße, aber die Grafik ist geil. Aber normalerweise ist sie nicht sehr künstlerisch. Und das wollen wir ändern und deswegen finden wir, künstlerisch macht das Ganze noch viel mehr Spaß und wir wollen die Welt erlebbar machen als Kunstwerk. Und das tun wir, indem wir praktisch per künstlicher Intelligenz ein Kunstwerk auf die normale Welt drauflegen und das zeigen wir dann in so einer virtuellen Reality. Also in anderen Worten, wir wollen die Welt aus den Augen eines Künstlers sehen, ohne Drogen nehmen zu müssen. Also, wie schaut denn das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Hier sehen wir ein historisch bedeutsames Bild. Das ist praktisch das Hello World, ja, der Paintings, der Gemälde. Van Gogh mit der Sternennacht, nicht? Wunderschön. Und jetzt habe ich aber auch ein schönes Bild gemacht. Schaut mal her, hier Mesa Arch, Canyonlands, USA, wunderschön. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen dieses Bild und wir nehmen den Stil von der Sternennacht, ja. Der ein oder andere kennt das von so einer Handy-App, KI, ne? Nicht? Das sieht so aus, als ob Van Gogh tatsächlich am Mesa Arch war. Ist das unglaublich, Thomas? Was machen wir also? Wir haben auf der einen Seite die Mesa Arch, das ist unsere Content-Vorlage, der Bildinhalt. Auf der anderen Seite haben wir den Stil, ja, den Sternenhimmel. Und das wird durch eine Machine Learning-Technik sozusagen vereint und wir haben dann ein schönes style-transferiertes Bild. Anderes Beispiel. Anderes Beispiel. Hier haben wir Edward Munchs Der Schrei, kunsthistorisch betrachtet, ebenfalls sehr schön. Und was wir hier machen, wir machen wieder dasselbe Bild und setzen wieder mal den Style Transfer drauf an. Jetzt war der auch bei Mesa Arch, der Edward Munch. Irgendwie war jeder Künstler irgendwie bei Mesa Arch, aber Wahnsinn. Das scheint wohl das Hello World zu sein. Die warten schon, wie geht denn das? Ja, also es geht ungefähr so. Wir haben einen Künstler, ein Künstler hat normalerweise ein Gehirn und mit diesem Gehirn versucht er kreativ zu sein. Er versucht eine gewisse Szene zu erfassen, anhand seiner Kreativität einfach ein Kunstwerk zu schaffen. So ein Computer hat normalerweise kein Gehirn. Deswegen müssen wir was tun und wir müssen so schauen, dass wir was Ähnliches schaffen. Und das sind die neuronalen Netzwerke. Neuronale Netze. Fangen wir erstmal mit den menschlichen neuronalen Netzen an sozusagen. Das kennt ihr vielleicht noch aus der Schule, ne? Nervenzellen, menschliche Nervenzellen, da gibt es so einen Stimulus, wenn der hoch genug ist, wird ein Aktionspotenzial ausgelöst. Wir Informatiker würden sagen, ist eine 1. Ja? Wenn der Stimulus zu klein ist, dann würde der Informatiker sagen, ist eine 0. Ja? Schon. Sind wir uns einig, oder? Ja. Machen wir mal weiter. Hier, wir haben unser ganzes Geld reingesteckt in diese Animation. Und pass auf jetzt. Wir haben jetzt 3 Eingabevektoren sozusagen oder Informationen. Und ja, da gibt es welche, die haben ein bisschen mehr zu melden, zum Beispiel der in der Mitte mit Omega 1,4, das ist eine wichtige, die wird richtig wichtig gemacht, die Information. Da Omega 0,3, die wird ganz klein gemacht, das ist ein kleines Mäuschen. Ja, die gehen alle in diesen Artificial, in diesen künstlichen Neuron hinein, werden aufsummiert, dann Feintuning, noch ein Bias draufgerechnet, dann eine Aktivierungsfunktion und dann haben wir eine Zahl und die wird weitergeleitet in die nächste Schicht. Easy, oder? Easy, ne? Ja. Ja, Deep Learning ist so ein bisschen so das Stichwort an der ganzen Stelle, eine Bilderkennung, wie funktioniert es im Gehirn? Ja, eigentlich auch so wie beim Computer, kann man sagen. Man hat so ein Schichtenmodell, viele, viele Schichten sind mit diesen Neuronen verknüpft. In den ganz frühen Schichten, da erkennt man ganz einfache Formen, wie zum Beispiel, schaut man sich mal da oben die rote Ecke an, so ein kleiner Bogen von unten links nach oben rechts, ne? In den tieferen Schichten werden die Formen, die wir erkennen, immer komplexer. Ja, zum Beispiel ein geschlossener Kreis und dann so ein Haken. Ja, und wenn unser neuronales Netz richtig gut trainiert ist, wenn es richtig schlecht trainiert ist, dann sagt das nämlich, ich habe da jetzt statt einer 9 eine 8 erkannt. Nicht? Ist doof. Puh, was machen wir da, Martin? Jetzt muss man eigentlich das neuronale Netz bestrafen. Ja. Wie macht man das am besten? Geld. Geld. Also, wir brauchen eine Kostenfunktion. Ja. Und so eine Kostenfunktion berechnet man, ja, indem man einfach mal schaut, was,
war so das, was wir erwartet haben, was ist das, also was links, rechts ist das Erwartete, links ist das, was das neuronale Netz gesagt hat. Ne? Hat gesagt, ja. Eine 8, ist aber falsch. Ziehen wir also voneinander ab und quadrieren es noch, zählen es zusammen und dann kriegen wir 1,71. Das ist ziemlich teuer. Das ist richtig teuer, also, ist doof. Ja. Ja, mögen wir nicht. Deswegen müssen wir was ändern. Jetzt müssen wir das ändern und jetzt könnte man sich also vorstellen, wir haben ja von diesen Gewichtungen geredet und von diesen Biases, diesem Feintuning in den in diesen künstlichen Neuronen. Hier könnte man es einfach so ein bisschen da rumschrauben, wie beim Synthesizer, ne? Ist aber blöd, weil wir haben dann Tausende, Hunderttausende solcher Neuronen, wo wir das manuell machen müssten. Wirst du bekloppt, habe ich schon ausprobiert. Schaut mich an. Ja. Nehmen wir einfach mal höhere Mathematik, die über die typischen Grundrechenarten hinausgeht. Ja. Und dann sagt das neuronale Netz, ja, ist eine 9. Es geht aber über die Grundrechenarten hinaus, also lassen wir jetzt hier mal weg. Genau, die Kostenfunktion in diesem Fall wäre also sehr klein und passt. Warum erzählen wir euch das? Weiß ich nicht. Doch, wir wollen euch ja den Style Transfer erklären und dafür brauchen wir dieses Wissen. Deswegen haben wir uns ein Offline-Roleplay-Game einfallen lassen und das da ist ein Haus. Ja, nicht? Ich habe jetzt all meine künstlerische Kreativität zusammengenommen und habe einen Menschen gemalt. Das ist sehr toll, Martin. Machen wir weiter. Gut, und wir machen jetzt einen Real-Time-Style-Transfer mit euch, oder so. Genau, ja. Und deswegen wird Martin jetzt ein neuronales Netz spielen. Ich bin das neuronale Netz. Kostenfunktion. Thomas ist die. Das heißt, Martin fängt jetzt mal vollkommen untrainiert an, so wie er halt normalerweise ist, und versucht jetzt mal dieses Haus in diesem Stil zu zeichnen. Ich bin schon fertig. Okay. Ja, Martin, das hast du ganz toll gemacht, aber das ist weder in diesem Stil, das sind einfach nur ein paar Krakel, das ist irgendwie so ein Rauschen oder sowas. Und es ist definitiv kein Haus. Ich sag mal, Kosten 42, bitte mach's neu. Fertig. Oh boy. Also der Stil ist ein bisschen besser getroffen, das gebe ich jetzt mal zu. Aber das schaut aus wie zwei Steine und nicht wie ein Haus, Martin. Sorry, 23, Kostenfunktion, bitte nochmal. So, Martin macht es jetzt so ungefähr 300 bis 400 Iterationen. Das erspare ich euch jetzt einfach und wir machen jetzt einfach mal weiter. Und irgendwann wird Martin so das beste Ergebnis, was er so hinbekommt, erzeugt haben und dann wird es eine niedrige... Das beste Ergebnis, habe ich gesagt. Naja, okay. Also gut, ich sehe jetzt hier ein Haus. Ja, ja, das stimmt schon. Und dein Stil ist auch getroffen. Wir lassen es einfach gut sein. Kosten 0,42. Wir brechen hier ab. Gut, genau. Was halt ganz wichtig ist beim Style Transfer, um das zu begreifen, ist, dass wir immer einen Inhaltsverlust haben vom ursprünglichen Bild. Ist ja ganz logisch. Wir haben ja dann so ein stilisiertes Bild. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie wir eigentlich so einen Content-Loss berechnen können. Ich habe einfach mal hier auf dieser Folie von ein und derselben Stelle vom Originalbild und vom Style-transferierten Bild einfach mal so einen Ausschnitt genommen. Und da sehen wir so einen kleinen Bogen von oben links nach unten rechts. Und hier können wir uns von dem neuronalen Netz die sogenannten Feature-Aktivierungen anschauen, mit denen wir diesen Bogen nachbilden können. Mit so verschiedenen Aktivierungen, ne? Wunderbar, wir haben es mal so drüber gelegt. Und was wir wissen ist, dass in dem stiltransferierten Bild Informationsverlust vorherrscht. Ja, und da können wir auch diese Features drüberlegen und die passen dann halt nicht mehr so gut, ja, ein bisschen schlechter. Und das können wir wieder in eine Kostenfunktion pressen. Wunderbar, haben wir eine Zahl Nummer 1? Ja, und Zahl Nummer 2 ist die Stilinformation, da ist es praktisch genau dasselbe. Das Einzige, was wir machen, die Features müssen irgendwo im Bild sein, aber sie müssen nicht unbedingt an derselben Stelle sein. Das heißt, man kann sie irgendwo hinlegen. Und das war es dann eigentlich, wir zählen die zwei zusammen und wir haben eine Kostenfunktion und danach können wir das Netz trainieren. Ganz genau, so ist das, mit dieser höheren Mathematik, die über Grundrechenarten hinausgeht. So, und jetzt wollen wir euch natürlich den Real-Time-Style-Transfer zeigen und dafür haben wir natürlich was vorbereitet. Meine Damen und Herren, Live-Demo, Präsentationseffekt, ich hoffe jetzt nicht wirklich. Ich hoffe es nicht. Das wäre jetzt echt traurig. Process stopped. Na komm. Nein. Okay, jetzt haben wir tatsächlich einen Effekt. Okay, müssen wir mal schauen, ob ich das jetzt noch ganz schnell live gefixt kriege. Nein, Thomas, das ist ärgerlich. Wir haben es zum ersten Mal nicht geschafft.
Mhm. Ja, das machen wir gerade. Have you turned it off and on again? Zack. Probieren wir es nochmal. Das Coole ist eigentlich, dass das total live ist. Das ist hier. Zack, da. Jetzt könnt ihr live mitsehen, was wir hier für eine coole Präsentation haben. Und es funktioniert nicht. Ah, Thomas, das ist ärgerlich. Das ist extrem ärgerlich. Okay, dann müssen wir es anders machen, sondern wir müssen improvisieren. Das gehört auch dazu. Das ist unser Style-Transfer. Den könnt ihr übrigens auch gerne gleich hier ausprobieren. Ihr zieht eine Virtual-Reality-Brille auf und dort könnt ihr in die Welt von Van Gogh live eintauchen. Und hier seht ihr wunderbar unten an dem Bildschirm, ihr müsst dann einfach mal vorkommen, wie wir hier verschiedene Stile einprogrammiert haben. Unter anderem haben wir zum Beispiel von Aha, Take on Me, einfach mal so aus dem Video, aus dem Musikvideo, ein Trainingsbild heruntergeladen. Und um das Ganze zu trainieren, brauchen wir ungefähr 5 Stunden und dann ist unsere KI in der Lage, uns zum Beispiel in die Welt von Aha zu entführen. Und das Ganze fühlt sich dann auch ziemlich cool an. Könnt ihr gerne gleich mal hier vorne ausprobieren. Hier vorne funktioniert es wenigstens. Ja, Thomas, das war unser Vortrag und ja, vielen Dank. Vielen Dank.